Die zweite Besonderheit beim Typ 204 ist die Feststellbremse. Denn hier ist der Zug nun vorgespannt und somit wartungsfrei. Bauen wir die Feststellbremse aus. Dazu muss zuerst die Verkleidung unter der Lenksäule entfernt werden. Sie ist mit drei Schrauben befestigt. Dann muss noch die Schraube des Motorhaubenentriegelungshebel gelöst werden, sodass sich dieser nach oben durch die Abdeckung schieben lässt. Noch zwei Steckverbindungen gelöst und schon lässt sich die Abdeckung herausnehmen. Führungsloser Schalter ausgeführt. Und so sieht er aus. Eine Gummitülle aus der Manschette genommen werden. Danach lässt sich der Bremszug aushängen. Dann lassen sich die Befestigungsschrauben der Pedalanlage lösen. Pedalanlage herausnehmen. Hier noch einmal die Besonderheiten und Funktion des Pedalmechanismus. Das Pedal ist beim Typ 204 komplett aus Kunststoff gefertigt. Der Bremszug ist durch eine Spiralfeder permanent vorgespannt. Das heißt, es ist keine Nachjustierung notwendig, wenn der Zug sich dehnen sollte. Der Zug des Entriegelungshebels löst den Widerhaken und das Pedal kehrt vom Bremszug gezogen wieder in die Ausgangsposition zurück. Das Bremsseil ist gut sichtbar im Mitteltunnel verlegt. Um den Bremszug der Feststellbremse auszubauen, muss erst einmal die Unterbodenverkleidung weg. Dann gelangen sie an diese Versteifungsstrebe. Hier lösen Sie alle vier Schrauben. Dann muss auch noch das Wärmeschutzblech über dem Auspuffrohr weichen. Jetzt kommt man an die erste Trennstelle des Bremszugs. Mithilfe eines Schraubendrehers und des Spezialwerkzeugs lässt sich nun der Zug aus der Trennstelle hebeln. Danach muss der Zug noch aus der Führung befreit werden. Auch im Bereich des Hinterachsdifferentials ist noch eine Führung aus der Fassung zu lösen. Auf der anderen Seite des Differentials lässt sich das andere Ende des Zugs aus der Trennstelle befreien. Nun kann der komplette Zug mit Führungsrohr vorsichtig entnommen werden.
Thank you.